Wenn du sagst, vegan ist nichts für dich und du isst jetzt weiterhin Fleisch, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich maße mir nicht an, jemandem vorzuschreiben, was er zu essen hat. So schaden militante Veganer dem Veganismus. Ey, du pick me, Veganer, ja, ich nehm dich auseinander, da ich weiß, dass du ja keine Argumente hast. Ich bin militant vegan und du ein Schleimer lappenhaft. Lachhaft weggerannt, hast mich gebannt auf TikTok, Instagram. Bist zu wenig, Mann, für ne Debatte. Spielst auf TikTok gern den Harten, sag es mir doch in mein Gesicht und beweis mir heute, dass Herr tierfreundlich, tierfreundlich ist. Oder ob du mit Hydronix im Beziehungsstatus bist, sagst ihm, dass nicht vegan sein, ey, das ist voll okay, weil ich bin Herr tierfreundlich und ich mach es jedem bequem. Ich als Pick-Me-Veganer akzeptier nicht Veganer. Maß mir nicht an zu sagen, dass sie Tiermörder sind. Bist zu wenig, Mann, für ne Debatte. Hältst bei Mördern gern die Klappe, ich sag es ihnen in ihr Gesicht, weil die Wahrheit ihrer Taten ihnen zumutbar ist. Würdest du doch niemals Rassismus tolerieren, dann dürfen wir Speziesismus auch nicht akzeptieren oder diese Gewalt als Meinung respektieren. Denkt mal drüber nach.